So Leute, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich ein Video rausgebracht, bei dem es um einen angeblichen neuen Godzilla-Film gehen soll. Beziehungsweise ich war mir nicht ganz sicher, ob es sich um Godzilla handelt oder einfach nur um irgendein riesiges Kaiju. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da ist dann auch der Trailer hinterlegt und meine Trailer-Reaction ist mehr ein Teaser als ein Trailer eigentlich. Und ich habe mich lange Zeit auch wirklich gefragt, worum könnte es denn da gehen? Weil es war so gut oder ist immer noch so gut wie nichts über diesen Film bekannt. Allerdings habe ich dann mal durch eure Kommentare durchgesägt, die ich mir alle auch wirklich durchlese und so viele davon auch dann beantworte, wie ich kann, zumal ihr eben Fragen stellt. Wenn ihr einfach nur Sachen erklärt, dann schreibe ich da nicht immer irgendwas drunter. Allerdings hat hier Sebastian K. hat mir quasi eine Übersetzung vom eigentlichen Titel geschickt. Und zwar, der Titel soll wohl auf Deutsch nach dem Kaiju bedeuten. Wahrscheinlich geht es da um die Welt nach dem Kaiju. Und er hat dazu noch einen kleinen Satz dann verfasst und hat geschrieben, der Film heißt übersetzt nach dem Kaiju und hat im Grunde nichts mit Godzilla zu tun. Er soll einfach zeigen, wie Menschen damit umgehen würden, wenn auf einmal eine riesige tote Kreatur auftauchen würde. Ich weiß nicht genau, ob du da wirklich auch Informationen dazu hast, ob du dazu eine Quelle hast. Und ich muss euch nochmal bitten, wenn ihr mir sowas schreibt und habt da wirklich Quellen, bitte einfach mit unten reinsetzen. Dann kann ich darauf auch irgendwie ein bisschen mehr eingehen. Ansonsten habe ich mich da jetzt einfach mal selber ein bisschen informiert und er hat gar nicht so Unrecht gehabt. Der Titel mag im Japanischen, vom Japanischen aufs Deutsche 1:1 übersetzt genau das bedeuten nach dem Kaiju. Allerdings ist jetzt tatsächlich auch der amerikanische Titel des Films aufgetaucht und der heißt Kaiju Cleanup. Also so viel wie das Kaiju aufräumen. Es geht wohl wirklich lediglich um diesen toten Kaiju. Es geht um einen Godzilla-ähnlichen Kaiju. Godzilla ist hier nicht der Name und ich denke mal, dann wird es auch nicht Godzilla sein, weil hier eben einfach nur der Kaiju genannt wird. Und ich habe mir halt überlegt, worum könnte es in diesem Film gehen? Das Konzept ist schon sehr interessant, dass man einfach einen Kaiju-Film herausbringt, der tatsächlich 2022 in Japanisch in den Kinos kommen soll. Also es ist wirklich ein Film. Und ein Kaiju-Film, bei dem der Kaiju aber schon längst tot ist. Worum könnte es dann da gehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass man hier wirklich ein interessantes Experiment macht und quasi mal einen Kaiju-Film der ganz anderen Art rausbringt. Man könnte das Ganze nämlich so aufbauen, dass der Kaiju quasi einer Autoption unterliegt, nachdem er gefunden und geborgen wird. Man wird ihn dann wahrscheinlich auseinandernehmen, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und das könnte man ganz cool in Szene setzen, indem man wirklich zeigt, wie der Kaiju autopsiert wird. Ist Autopsie das richtige Wort? Wie er quasi aufgeschnitten wird, wie bei einer Autopsie eben auch. Und dann wird anhand der verschiedenen Wunden rekonstruiert, was passiert sein könnte. Und dann erfahren wir vielleicht in einzelnen kleinen Flashbacks, was wirklich passiert ist. Wir erfahren dann auch vielleicht, okay, dieser Kaiju war der Welt schon bekannt. Der Text nämlich, der im Trailer unten eingeblendet wird, ist ja irgendwie auch gewesen die Geschichte eines Kaijus, den jeder kennt. Das heißt, dieser Kaiju taucht nicht auf einmal tot auf. Der muss wohl vorher auch gelebt haben. Die Welt hat ihn gekannt, vielleicht sogar gefürchtet. Und auf einmal ist er aber tot. Und keiner weiß warum. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Film mit sehr vielen Flashbacks arbeitet und eben zeigt, okay, wir haben jetzt hier eine Wunde an der Schulter des Kaijus. Was könnte das damit auf sich haben? Und dann fängt eben die Autoption an und dann wird dann da wie in CSI Miami mit diesen Rückblicken, mit diesen Flashbacks rekonstruiert, was passiert ist. Und das Coole an der ganzen Geschichte wäre, dass man am Ende dann einen kleinen Twist einbauen könnte, dass dann irgendwie das letzte Detail dieses Todes darauf hindeutet, er ist von einem anderen Kaiju umgebracht worden. Und dann könnte man auf einmal Godzilla ins Bild stapfen lassen oder irgend sowas. Das könnte man machen. Und wir schauen jetzt hier mal ganz kurz durch, was über den Film bis jetzt bekannt ist. Es ist noch so gut wie gar nichts, sage ich jetzt schon mal vorher Bescheid. Es ist noch so gut wie gar nichts über den Film bekannt, außer dass er in verschiedenen Ländern wohl auch verschiedene Namen trägt. Wie gesagt, in Amerika heißt er dann eben The Kaiju Cleanup. In Japan und China ist die Übersetzung eben nach dem Kaiju. Und mal gucken. Wir haben bis jetzt noch keine großen Schauplätze genannt bekommen. Es ist nur gelistet, dass es wohl an mehreren Schauplätzen spielen wird, weshalb auch meine Theorie da wieder eingreift, dass wir auf jeden Fall Flashbacks sehen werden. Wir haben jetzt hier eine Regie. Die Regie ist von Satoshi Miki. Wenn das euch was sagt, sagt mir leider gerade gar nichts. Ob der schon mal in anderen Godzilla-Filmen mitgespielt hat, weiß ich leider nicht.
Der hat allerdings auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben. Von daher gehe ich weiterhin ohne irgendwelche Vorhoffnungen in den Film rein. Beziehungsweise ich habe halt keine Ahnung, ob dieser Regisseur jetzt irgendwie einem etwas aussagt. Wenn mir jetzt einer von euch sagt, das ist der gleiche Typ, der auch Shin Godzilla gemacht hat, dann würde ich sagen, geil. Dann kommt was Großes auf uns zu. So muss man halt mal abwarten. Wie gesagt, es ist sogar, hier unten ist sogar ganz klar gesagt, wo ist es denn? Man weiß derzeit noch nicht, was das für ein Monster ist. Ich glaube nicht, dass es Godzilla sein wird. Das hätte man auch dann im Titel erwähnt, weil Godzilla ist ja allein schon als Name im Marketing. Aber es ist wohl noch nicht offiziell, was das Ganze, was es damit wohl auf sich hat. So. Hier sind sogar, es sind sogar die Kaijus gelistet, die in dem Film auftauchen sollen. Und zwar sind die unter Erscheinungen der Scheusale gelistet. Die Seite ist eben auf Deutsch übersetzt, wahrscheinlich 1 zu 1 auf Deutsch über einen Google-Übersetzer. Und das einzige Scheusal, die einzige Kreatur, die in dem Film auftaucht, ist der gigantische tote Kaiju. Und damit könnte meine Theorie wieder ein bisschen wegflattern, von wegen, da ist noch ein zweiter Kaiju, der da irgendwie mit drin hängt. Allerdings wäre das dann auch blöd, wenn man den zweiten Kaiju schon auflisten würde, wenn da eben am Ende dann so ein Twist beinhalten würde. Die Frage ist eben nur, warum ist der Kaiju tot? Und ich habe mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht, wenn ich mir so vor Augen halte, was Godzilla eigentlich ausmacht, wie Godzilla entstanden ist oder auch was Shin Godzilla ausgemacht hat. Shin Godzilla ist ja quasi auch sehr stark an den Original Godzilla angelehnt von 1945, 54 so rum. Und beim Original Godzilla, beim allerersten Godzilla-Film, hat man ja die Thematik Atomwaffen bearbeitet. So ein bisschen auch verarbeitet vor der Angst vor Atomwaffen, vor der Angst vor dem Unbekannten, das aus dem Nichts heraus zuschlagen kann. In Shin Godzilla hat man das ähnlich gemacht. Da hat man dann mehr die Umweltverschmutzung dafür genommen, um zu sagen, okay, das ist jetzt die neue Bedrohung. Godzilla ist quasi Shin Godzilla ist quasi die personifizierte Bedrohung der Umweltverschmutzung, die auch ganz klar zeigt, egal wie man dagegen vorgeht, wie man bestimmte Gefahren abwehrt. Die Gefahren entwickeln sich weiter, ähnlich wie ein Virus tatsächlich. Shin Godzilla benimmt sich wie ein Virus, der sich andauernd weiterentwickelt, egal wie wir gegen ihn vorgehen. Er passt sich einfach neu an. Ob er an Land kommt, man bekommt er Beine und Arme, er passt sich der Begebenheiten eben an, wie ein Virus. Der Film, der könnte ähnlich arbeiten. Der Film könnte uns in eine ähnliche Lage reinbringen, dass wir nachzudenken haben, was in unserer Welt aktuell denn so vor sich geht. Der Film könnte nämlich auch eine bestimmte Urangst behandeln. Welche das ist, ist jetzt eben schwer zu sagen, wenn es hier einfach um einen toten Kaiju geht. Es könnte tatsächlich, ich weiß nicht, ob man wirklich so weit geht, in der aktuellen Lage auch das Thema Virus behandeln, dass durch den toten Kaiju, der eventuell einfach gestorben ist, weil ihm sein Lebensraum genommen wird. Weil der Mensch immer mehr Lebensräume nimmt von Lebewesen, dass er deswegen gestorben ist und dass er durch diesen Kadaver vielleicht eine Art Virus freisetzt. Das könnte ich mir vorstellen. Man wird hier auf jeden Fall mit irgendeiner weiteren Urangst arbeiten, wie im allerersten Godzilla oder eben auch wie in Shin Godzilla. Da bin ich mir relativ sicher. Ansonsten, ja. Also meine Theorie nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das Thema wird den Tod des Kaijus behandeln. Wir werden die Autopsie dieses Kaijus sehen und dann eben nach und nach immer wieder kleine Rückblicke, die dann eben zeigen, wie der Kaiju vielleicht doch auf der Erde gewütet hat, wie er vielleicht erst als große Gefahr dargestellt wird. Und dann kommt vielleicht raus, ey, er war gar nicht so eine Gefahr. Wir haben ihm über seinen Lebensraum genommen. Und dann ist er eben dann einfach gestorben, weil er einfach, ja, quasi mit der Evolution der Welt nicht mithalten konnte und deswegen ist er dann eben gestorben. Und die Moral der Geschichte ist eben aber quasi dadurch, dass wir anderen Kreaturen den Lebensraum nehmen, entwickeln sich bestimmte Viren, bestimmte, vielleicht auch hier neue Kreaturen in dem Film frei, die dann uns wieder den Lebensraum nehmen. Wie eine Kette, wie ein Kreislauf des Lebens tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier um Ähnliches geht. Wie gesagt, das ist einfach alles eine reine Spinnerei jetzt von mir. Ihr könnt mir gerne mal eure Theorien unten reinschreiben. Habe auch oft was von Shin Godzilla 2 bei euch gelesen. Das wird es halt nicht sein. Ansonsten weiß man hier noch nicht wirklich viel über diesen Film. Wenn er aber nächstes Jahr rauskommen soll, denke ich mal, dass wir bald auch einen richtigen Trailer davon bekommen werden. Man weiß noch nicht genau, wann er nächstes Jahr erscheint. Das ist hier nicht aufgelistet. Aber gut.
Ansonsten haben wir leider immer noch keine weiteren Informationen dazu. Nein. Gut, der Plot ist noch nicht bekannt. Laufzeit ist noch nicht bekannt. Gut, die Kosten an der Abendkasse sind noch nicht bekannt. Okay. Das ist auch eher weniger interessant. Der Plot ist noch nicht bekannt. Der Plot, da bin ich halt echt mal gespannt drauf. Ich kann mir da momentan echt nicht allzu viel zusammenreimen, wie ein Film aussehen soll, in dem der Kaiju einfach schon längst tot ist. Gut. Ich werde euch irgendwie auf den Laufenden halten, was dieses Projekt hier angeht, dieses Kaiju-Projekt. Ich finde es aktuell sehr interessant, worum es da wohl gehen könnte. Und je mehr Informationen ich habe, auch wenn es nur minimale Informationen sind, werde ich die mit euch natürlich teilen. Wenn ihr mehr wisst als ich und dann sagt, ey, ihr wollt mir diese Infos weitergeben, schreibt sie mir in die Kommentare, schreibt sie mir auf Instagram gerne auch personal, im Chat. Schreibt sie mir einfach persönlich und am besten eben aber auch mit Quellen, dass man darauf richtig schön eingehen kann. Und das wird jetzt so das nächste Projekt einfach sein, wo ich ganz klar sage, diesen Film werden wir analysieren. Wir werden versuchen, bevor der Film im Kino kommt, herauszufinden, worum es da wirklich geht. Ich denke mal, spätestens nach dem ersten richtigen Trailer wird das dann aber auch keine Frage mehr sein. Ich bin auf jeden Fall echt mal gespannt darauf, worum es da wirklich gehen könnte letztendlich. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben, eure Theorien, eure Fragen, was auch immer. Und damit verabschiede ich mich auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.